Das ist doch von Gustav, die. Oh, nicht schlecht. Die Lokomotive der Baureihe E1616. Also das hier ist das die E1603. Gattung Bay ES1, Geschwindigkeit 120 km/h, Leistung 2020 kW, Länge über Puffer, Überkupplung 16.300 mm, Dienstgewicht 110 Tonnen, Stromabnehmer 2 SBS10, also Scherenstromabnehmer. Antrieb BBC Buchhill. Nein, den kann ich lesen. Gut, so. Sieht's gleich. Ich geh mal rein. Wenn man kann so etwas reingeht. Alter, wackelt ja mal schon. Jetzt B. Also, so Indusi heißt die. Hieß sie früher. Indusi. Der Lokführer ganz schön noch am Stehen. Ist das die? Könnte das auch die Sifo-Taste sein? Totbahn scheint auch gut.
Salonwagen Bauart WGS Ug 851. Also hier, dieser Wagen ist 10207 BLN 51 80 89 90807-5. Gattung WGS, Bauart 851.2, also Punkt 2, Höchstgeschwindigkeit 160, Länge über Puffer, über Kupplung 23,500 mm. Hast du so 23,5 mm? Oder heißt es 1000? Ja. Dienstgewicht 57 Tonnen, Anzahl Sitzplätze 12, Anzahl Abo-Orte ungefähr 3. Dampflokomotive Baureihe Bay PTL2-2 9-89.3. Also 4515. Hersteller Karus und Co. Baujahr 1908. Fabriknummer 5897. Bauart BH2. Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Leistung 154 kW. Länge über Puffer 7,040 mm. Dienstgewicht 22,70 Tonnen. Das geht eigentlich. Kesselüberdruck 12 kP Quadratmeter. Rostfläche 0,60 mm hoch. Ach, ich kann nicht. Hier war interessant. Das wird einfach halb mal halb aufgestellt. Triebstange der Dampflokbereich 50. Elektroprototyp der Baureihe E320 oder besser gesagt heutiger die Baureihe 182. Das ist Hersteller Friedrich Krupp AG, Baujahr 1958, Fabriknummer 3778. Techniker. Gattung Mehrsystemlok. Höchstgeschwindigkeit 120 km/h. Leistung 2460 kW. Länge über Puffer 16,440 mm. Dienstgewicht 82 Tonnen. Stromabnehmer ist DBS 58D und DBS. Ich kann das nicht 504, 555. Kann das leider nicht mehr. Antrieb ist Tatzlager. Wagen. Heimatbahnhof, Nürnberg Hauptbahnhof von der Deutschen Bundesbahn. Oh, hatte ich jetzt noch. Hier ist noch der Transfer-Ober. Schauen wir gleich an. Hier ist von der Deutschen Reichsbahn. Nein, hier, ich schwanke jetzt nicht rechts. Gucken wir mal das an. Reingehen können wir leider nicht. Das ist schade. Ja. Und hier von RDB oder was heißt das? Das ist Logo. 200 km/h sind die sogar. Schauen wir mal gleich an.
Geweih kann man euch jetzt auch nicht mehr geben, wie es aussieht, weil hier schon das Ende ist. Ach, Deutsche Bundesbahn. Ach, das war's. Ach, da hinten, warte, ich sehe da hinten, ich sehe hinten Lok. Guck mal gleich an, wenn es geht, wirklich siehst. Puh. Ich habe hier mal den Trans-Europ-Express. Und hinten sind noch die alle, viele alte Loks. Sogar, da guck mal gleich noch, wir kommen jetzt gleich mal. Oh. Jetzt sehen. Muss man aufpassen, wie ich hinlaufe. Oh mein Gott, ich sehe schon Loks. Geil. Was haben wir hier gleich schönes für Loks? Also das ist die Baureihe, für heute Baureihe gesagt, die 601. Hier ist die 120, das ist die 120, keine 100%, oder? 100, genau, 120.004-7. Und hier ist die 105. Ich dachte Gott, man kann hier reingehen, aber leider nicht, schade. Ui, interessanter Steuerwagen. Oh mein Gott, ich sehe es schon. Also soll ich mal hier, ich komme, laufe mal hier, dann gehen wir ins Selbst sein. 150, 186,5. Warte mal, ich muss jetzt noch. Also hier ist die 150 und hier ist die 120. In deutsche Reichsbahn sein und das ist von DB Cargo. Oh no, das ist die. Die gibt es auch einen Transmitter, Susi 3 sogar. Oh Gott, ich sehe schon eine Loks. Ich habe keine Ahnung, welche Bauer das ist. Falls niemand weiß, was das ist, schreibt mir bitte den Kommentar. Aber die, Alter, ich dachte, die gibt es gar nicht. Und die gibt es sogar wirklich. Aua. Hier haben wir die E50 in grün. Ich habe keine Ahnung, wie sie lang. Ich habe keine Ahnung, wie sie hier Jungs na, heißt. Oh, Technik Kassel sogar. Oh, geil, nicht schlecht. Oh, wir haben, oh, da haben wir noch eins von der Reichsbahn. Oh Gott, hier sind so viele Sachen. E69, Bau 118, 103, die Original TE3. Huhuhu. Und, okay. Ich hole mal gleich mal. Ich muss mal wieder mal. Gut, ich beginne mal, bis ich nochmal zurück mache. Zurück. E44. Und 18 und die Original 103. Okay, vielleicht komme ich später nochmal zurück, würde ich sagen. Ich muss einfach vorüber. Zeichenbahn Elektromotive Baureihe E1200. Das war's. 01. Also hier steht RBH 01. Hersteller Henstelson GmbH, Baujahr 1976, Fabriknummer 32090. Eigentümer Deutsche Bahn Museum. Aha. Also das ist eine Gattung Güterzuglok, RAG, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h, Leistung von 1500 kW, Länge Puffer 15.000 mm oder so, Dienstgewicht 88 Tonnen, Stromnehmer Einhorn, okay, das ist auch gut,
Antrieb, Tragkrollerlage. Och, Gott, ich hab springen mit. Elektrolokomotivbauer 120.0. Also hier ist die 120.004-7. Hersteller Herrn Hengste Sohn GmbH, Eigentümer Deutschbahn Museum. Baujahr 1979. Fabriknummer 32018. Gattung eine Vorserienlok DB. Höchstgeschwindigkeit 200 km/h. Leistung 5600 kW. Länge über Puffer 19.200 mm, Dienstgewicht 84 Tonnen, Stromanlage 2x SBS 80 und Antrieb Holven Kardan. Alles klar. Okay, gehen wir in diese Richtung. Hier die 100, die Original 103 und hier die 118. Ach, die konnten noch maximal 114 noch fahren, statt 200. Was ist da mit der Heli hinter? Lassen wir gerade die 100. Ne, die 111 tatsächlich, 001. Hui, okay. Da ist ja die E03, 001. 001, mach ich. Boah, das ist mir epische Lux noch gibt. Okay, hier hinten sehe ich schon, der kann schon gleich erkennen, dass es die 114 oder 143 ist. Da guck ich mal gleich. 111. Die E40 nochmal. E03. Die. Warte, guck mal. Ich kann wetten, das ist die 143 oder 140. 100. Ich kann schon wetten, das ist die Bauer 100. Nee, 143. Doch, kannst du die 143 hin. Sprich 19. Und hier ist schon das Ende. Da darf ich nicht mehr. Aber hier ein bisschen darf ich noch. Kann ich noch ein bisschen. 43, das habe ich schon geahnt, dass es bei dieser Form ist. Und da hinten ist die 120, oder? Wetten? Genau, 120.001. Oh. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen dahinter, weil hier dürfen wir leider nicht mehr hin. Das ist auch schade, weil hier auch epische alte Loks sind. Und so. Ich bin hier direkt dahinter, ist das die E10. In schwarz. Oder so ganz dunkelblau. Ich weiß nicht, wie weit ich hier noch darf, diese Ecke. Genau, das ist 111. Das ist schon die Form schon erkannt. Oh. Ja, hier habe ich gesehen, dass noch die 143, 019 und dann die 120. Ich versuche mich so ein bisschen durchquellen, dass ich noch hier irgendwie noch was hinbekomme. 200 Gramm sind die sogar. Das ist die von TEE-Wagen. Und hier ist der TEE-Lok. Also diese. Hinten waren auch noch schon epische Lok, aber die kann ich leider nicht, weil die sind abgesperrt. Das finde ich echt eigentlich nur schade. Aber ich gehe kurz hier. Ah, ich glaube, diese Lok kann man sogar reingehen. Wie es aussieht, oder? Na, guck mal, was denn? Da kann man auch nicht rein, verdammt. Das ist auch so eine Scheißbahn von dir. Cool, geht mal ein bisschen weiter. Ach Gott. Okay, alles klar. Gut, ich muss kurz Stopp machen. I could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So let me in. In my heart you fall. Let me in. Oh. Okay, hier waren so einige Wagen, die es hinten noch nicht gibt. Also hier der Rheingold, der Sonnenwagen, Gesellschaftswagen. Auch noch der Interregio und ein Citywagen. Das ist der ICE Metropolen gewesen.
das ist der Original ICE Metropolitan, also der Metropolitan gewesen, mit der 131-1. Huhu. Der Touristikzug. Apropos, die Lok, die Touristiklok, die 111er Lok, steht sogar tatsächlich in Gießen gerade. Seht ihr, okay, das ist ein alter Intensivwagen. Die 118 habe ich auch noch nicht gewischt. Fährt sogar auch noch teilweise. Die 103 auch noch nicht gewischt. So. Puh. Hier weiter. Endwagen. Alte war andere Wagen. X-Wagen, glaube ich, sind jetzt die. Was ist das? Also 103. Auch nicht schlecht. Also einfach noch herrlich. Das ist der hier steht, habe ich gesehen. Okay. Ja, sieht die. Oh, das ist interessant, das sieht die Wagen. Ob der da fährt, keine Ahnung. Auch den soll ich, kenne ich, glaube ich, irgendwo von. Das war der ECE. Nee, nicht ECE. IRE, glaube ich so. City Night, Nightshade-Wagen, also Nachtwagen, die konnte ich fahren. Endwagen. So. Also so. Vergessen geht es auch noch weiter. Ah, den habt ihr schon, steht hier hinten. Diese Wagen. Steuerwagen. Silberlinge, von Endwagen Silberlinge. Oh, die Lok. N-Wagen, ach, der TRE. Der braucht man auch in so einem Fahrzeug, der war ja nichts wusste. Okay, von denen kenne ich leider nichts. Ach, für einen Führerstand von. Was war der Führerstand von den alten N, von den X-Wagen? Das war's. Ach, die alten Dosto-Wagen sehe ich gerade hier. Himmlisch einfach auf diese alten Dosto-Wagen. Teilweise. Das ist von dem Messzug. Da. Einfach himmlisch, diese alten. Diese alten Wagen noch. Ach Gott, da hinten sind doch die alten Einheitsloks. Da ist die V60. Sehe ich gerade. Und da hinten, ich glaube, darf man nicht mehr hin. Also gesagt, bin ich nicht sicher. Also das ist hier witzig, eine V18 500, also 118, wir sehen, die einfach hier so. Ja, steht hier, wir sehen, das ist die auch 110. Was haben wir noch Feines hier? Und die 218 217 Schicht 8. Ich glaube, ich hole mir kurz den Weg hier rüber. Wieso genau und haben wir mit der Bahn? Okay. Oha. Hier müssen wir die großen Hosen, wo viele Sachen sind. Die KÖV 3 oder KÖV 2. Ich weiß gar nicht, was ich glaube, hier KÖV 3. Also bei 322. Eine Rand.
Diesellok, war ja keine Ahnung. Die Drehbank hier. Was haben wir hier? Die V100 oder V90, also nee, nee, 12, doch die V100, E10, 110, 052, 082, KÖV 1, KÖV 2, auch KÖV 1, V36. Das war scheinbar. Das war's hier scheinbar. Also so ganz wirklich viel gibt es hier auch nicht, sagt er, weil so viel ist es halt dahinten, weil hinten diese Highlights sind. Die da nicht gehen. Aber jetzt ist es immer durch hier. Musik.